Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, machen wir jetzt diesmal mit euch zusammen einen Dino. Die Anleitung, die habe ich im Internet gefunden, also das war eine kostenlose Anleitung, aber ich habe jetzt etwas abgeändert. Ja, wie zum Beispiel hier jetzt so ein Rückensegel habe ich jetzt dann nochmal selber dran gemacht. Und klar, an den Anleitungen insgesamt habe ich jetzt etwas abgeändert. Ja. Was können wir jetzt sagen? Die Länge von unserem Dino, das zeige ich dir mal so seitlich, die ist bei mir genau 34 cm lang. Und die Breite habe ich jetzt nicht abgemessen. Ja, 25, 20, 25 cm. Die Augen, die habe ich jetzt mit 20 mm benutzt. Und was ich jetzt hier an dem super finde, ist, dass wir an diesen Pfoten hier unsere Zehen auch sehr schön erkennen können. Das zeige ich euch dann nachher, wie das geht. Ich habe jetzt mal zum Probieren jetzt einfach mal diese Farben benutzt gehabt, aber falls euch diese Farbe gefällt, könnt ihr sie dann auch in, also mit dieser Farbe machen. Ich habe jetzt welche. Also mal was anderes habe ich jetzt hier. Die habe ich jetzt aus dem Urlaub mitgebracht. Leider habe ich jetzt die Himalaya Dolphin dort auch nicht gefunden. Ich habe jetzt nämlich von Kartopu Yumurjak. Also die ist jetzt eigentlich genauso wie die Puka. Nur ist sie ganz bisschen schmäler, finde ich. Also so vom Aussehen her sind beide genau gleich breit. Nur also wenn man sie anfasst, da ist sie halt schon ein bisschen schmäler, aber also hier zeigt die Nadelstärke 6 an. Ich habe das probiert, das gefiel mir überhaupt nicht. Ich hatte dann immer zwischendrin Löcher drin, also es war dann doch zu groß. Dann habe ich es ganz normal wieder mit der 4,5 benutzt, also ausprobiert, welche ich ja immer benutze. Und ja, das Ergebnis ist dann so und das gefällt mir dann schon viel, viel besser. Ja, die Farbnummern, also ich habe gesehen, man kann die auch hier auf eBay bestellen. Ich glaube, es war eBay, genau. Ja, wie gesagt, von der Qualität her sind sie jetzt nicht so toll wie die Puka. Aber ja, wer es halt kostengünstiger haben möchte. Ich glaube, das war irgendwas mit 2 Euro noch was, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die Farbnummern. Wo steht die jetzt? Da hinten. Kann ich die nochmal zeigen? Ja. Und ja, was machen wir jetzt diesmal? Also, ich mache jetzt diesmal ein Dino in Blau. Also, ich hatte vor, in Lila zu machen. Lila, Grün, irgendwas, aber da mein Sohn unbedingt in Blau haben wollte, mache ich jetzt für ihn eins. Und ja, ich habe jetzt hier von der, das kann ich euch schon mal zeigen, von Chenille Baby, diesen Blau-Türkis, gerade bei mir zu Hause gehabt. Dann werde ich auch gleich den benutzen. Und dazu nehme ich noch so eine Hellblau. Also, ich hoffe, es sieht am Ende schön aus. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, mein Sohn wollte unbedingt jetzt diese beiden Farben. Und ja, mal schauen. Also so sieht dann schon mal eins aus. Das kann ich schon mal ein bisschen zeigen. Ja, was noch? Ich wollte noch irgendwas sagen zu dem. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. So, jetzt ist mir wieder eingefallen. Und zwar, was ich jetzt sagen wollte, also wie viel ich jetzt eigentlich gebraucht habe für diesen Dino. Mit diesen rosanen Farben. Also ich habe jetzt genau, ich habe zuerst mit unseren Beinen, Armen, dann Schwänzchen, Bauch gehäkelt. Ganz am Ende habe ich unseren Kopf gehäkelt. Und dann, wo ich hier hinten war beim Zumachen, ist mir die eine Knäule ausgegangen. Das heißt, ich habe jetzt genau eine Knäuel, also die hat noch ausgereicht, dass ich hier hinten alles zumachen konnte, aber das war noch so ein kleines Stückchen übrig. Also wie gesagt, genau eine ganze Knäuel habe ich gebraucht. Dann aber
für diese Stelle hier über unseren Augen, da musste ich dann jetzt doch wieder, also von dem hier habe ich dann etwas herausgenommen. Also für diesen kleinen Stück musste ich dann eine neue Knäule einfangen. Und ja, genau, und bei dem Gelben, da habe ich jetzt, also ich kann es mal zeigen, das ist jetzt mein gebrauchtes, also die war jetzt auch noch komplett neu. Und da habe ich jetzt nicht so viel gebraucht, vielleicht ein Drittel nur. Und ja, so, dann können wir mal anfangen. Ist halt aber ziemlich doof. Aber was ich jetzt an dem super finde, weil der Schwanz, der war ja auch nicht so in der Anleitung, den habe ich jetzt extra etwas breiter und länger gemacht, weil ich möchte, also weil ich wollte, dass unser Dino sich auch so schön hinsetzen kann. Jetzt sieht man den von vorne nicht, aber ich finde den wirklich super süß. Und jetzt legt er sich hin. So. Ja, also. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt mein Video und mein Dino. Und dann gehen wir zum Video rüber. So, als allererstes fangen wir mit unserem Bein an. Also so sieht dann unser Bein aus. Mit diesen drei Zehen und unser Ärmchen. Tja, wir werden nachher hier zwischen unseren Zehen, da haben wir eine Festmasche. Wir häkeln ja hier alles in hellblau. Dann müssten wir aber zwischendrin werden wir dann mit der dunkelblau unsere Maschen nehmen. Das wollte ich euch dann jetzt schon mal zeigen, warum wir das so machen nachher. Wie gesagt, damit man dann hier zwischendrin auch die Farbe von unserem oberen Teil haben. So. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ich, während ich jetzt aufnehme, etwas in der Mitte bin vom Kamera, weil das verrutscht bei mir ständig nach vorne. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal besser klappt. So, wie gesagt, wir fangen jetzt mit unserem Bein an. Als allererstes machen wir einen Knoten. So, und dann häkeln wir 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt habe ich schon wieder meine Arme richtig zurückgezogen. So. Also 7 Luftmaschen. Und dann häkeln wir in die zweite Masche 2 Festmaschen. 1, 2. Jetzt häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4 und in die letzte häkeln wir dann 3 Festmaschen. 1, 2 und 3. So. Und dann häkeln wir jetzt hier an der hinteren Seite weiter. Und jetzt häkeln wir hier noch 5 Festmaschen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. So. Jetzt ist hier unsere Reihe fertig. Ich nehme jetzt wieder unseren Markierer. So, und jetzt nehmen wir 2 Zunahmen. Also in unserer neuen Reihe. So, eine Zunahme. 2 Zunahme. Dann häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, nehmen dann wieder 3 Zunahmen, eine Zunahme, 2 Zunahme,
3 Zunahme und häkeln wieder 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4 und in die letzte nehmen wir eine Zunahme. Also eine Zunahme. Also hier 4 Festmaschen und eine Zunahme am Ende. Jetzt haben wir insgesamt 20 Maschen. Jetzt sind wir in der dritten Reihe. In der dritten Reihe, da häkeln wir eine Festmasche, eine Zunahme, wiederholen das zweimal. Eine Festmasche, eine Zunahme und noch einmal. Eine Festmasche, eine Zunahme. So. Jetzt häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Und dann häkeln wir wieder eine Festmasche, eine Zunahme. Wiederholen das aber diesmal dreimal. Also jetzt habe ich einmal und dann eine Festmasche. Eine Zunahme, zweimal, eine Festmasche, eine Zunahme, dreimal. Jetzt bleiben noch 5 Maschen übrig und die letzte Masche, dann nehmen wir wieder Zunahmen. 2, 3, 4, 5 und die letzte nehmen wir eine Zunahme. So. Jetzt müssten wir 26 haben. So, in der vierten Reihe, da häkeln wir 11 Festmaschen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jetzt kommen wir zu unseren 10. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt genau deutlich erklären. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. So, wir häkeln jetzt halbe Stäbchen. Also, wir nehmen eine Schlinge. Ich bereite eben mal meinen Finger vor. Also, wir häkeln jetzt 4 halbe Stäbchen in eine Masche rein. Also, wir haben jetzt eine Schlinge. Und holen es dann so raus und ziehen ganz normal alle 3 Schlingen. Also, wie gesagt, einmal eine Schlinge nehmen. Dann alles durchziehen und immer in dieselbe Masche. So, jetzt habe ich zweimal, zeige ich es doch mal, dreimal und viermal. So, ich habe jetzt hier 4 halbe Stäbchen in eine Masche reingehäkelt. Und dann häkeln wir 2 Festmaschen. Also man muss hier aufpassen, weil die verstecken sich immer schön zwischendrin, weil wir jetzt hier 4 halbe Stäbchen haben. Also das ist dann genau jetzt hier 2 Festmaschen, dann wieder 4 halbe Stäbchen in eine Masche. Also 1, 2, 3 und 4. Und wieder 2 Festmaschen. 1, 2 und nochmal 4 halbe Stäbchen in eine Masche. 2, 3 und 4. So. Und schon bekommen wir jetzt unsere Förmchen für die Zehen. Jetzt häkeln wir weiter. Dann
Häkeln wir jetzt noch 8 Festmaschen müssen übrig sein. 2, 4, 6, 8, genau. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Da kommen komische Geräusche aus meinem Hals. Ich hoffe, das hört man nicht. So, jetzt machen wir weiter. Wir kommen jetzt zum Farbwechsel. Jetzt, genau. Wir häkeln jetzt. Oder soll ich doch hier? Aber ich habe jetzt hier genau hinten gehabt. Nee, doch da, okay. So, ich habe jetzt hier noch meinen halben. Möchte ich den erst benutzen? Also, jetzt nehme ich meinen dunkelblauen Faden. So, wir reißen diese Wolle noch nicht ab. Ja, jetzt müsste ich hier einen Knoten reinmachen. Wir werden jetzt vorne mit beiden Farben arbeiten. So, jetzt häkeln wir 11 Festmaschen. Die eine Masche habe ich jetzt hier gerade gehäkelt, 1 und dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. So, jetzt nehmen wir wieder die hellblaue Wolle und dann nehmen wir eine Schlinge. Aufpassen, dass wir das jetzt hier hinten nicht so nach vorne ziehen. Also locker lassen. Ganz normal eine Schlinge nehmen. So, jetzt hoffe ich, dass ich das jetzt richtig erklären kann. Also ich habe jetzt hier eine Schlinge. Dann steche ich hier in die erste Masche rein, ziehe sie heraus, den Arbeitsfaden. Dann nehme ich nur die ersten beiden. So, und dann mache ich dasselbe noch einmal. Ich nehme wieder eine Schlinge. Also ich lasse diese beiden hier noch an meiner Häkelnadel. Nehme ich wieder eine Schlinge, häkel dann, also steche dann in die zweite Masche. So. Und ziehe wieder nur meine zwei Schlingen durch. Jetzt habe ich hier zwei. Jetzt habe ich also diese Prozedur jetzt zweimal gemacht. Wir müssen das jetzt hier viermal machen, weil wir haben ja hier unten vier halbe Stäbchen. Und jetzt machen wir das so, dass wir diese also, dass wir dieses Teil hier auch viermal machen. Also, nochmal eine Schlinge nehmen, in die dritte einstechen, rausziehen und nur die ersten beiden ziehen wir durch. Das ist auch super. Man kann jetzt hier das auch immer schön mitzählen, falls man durcheinander kommt. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3. Also, unsere erste Schlinge zählen wir nicht mit. Jetzt habe ich das schon dreimal gemacht und dann noch einmal. Und hier in die vierte einstechen. Herausziehen, wieder nur die ersten zwei. Jetzt habe ich hier am Ende meine vier Schlingen plus unseren Anfangsschlinge. So, und jetzt häkeln wir, also wir ziehen jetzt einfach alles komplett einmal durch. Und schon entsteht hier unsere C. Ich zeige es euch jetzt noch einmal. So, zuerst machen wir das jetzt noch hier. Ich muss jetzt hier, wir hatten noch hier zwischendrin zwei Festmaschen. In die eine Festmasche steche ich mit dem hellblauen und ziehe es etwas fester an. So, dass hier kein Loch entsteht. Und dann wechsle ich meine Wolle und nehme dann die dunkelblaue und mache das dann, also häkle dann hier wieder eine ganz normale Festmasche. So, jetzt habe ich hier wieder
an dem Anfangsschlinge wieder mein Dunkelblau. Jetzt geht es hier weiter mit unseren Zehen. Meine Wolle will nicht kommen. So. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Wir nehmen eine Schlinge um unsere Nadel, stechen hier einmal rein. Jetzt versuche ich es genau zu zeigen. So. Zieh nur die ersten beiden. So, also nur die ersten beiden Schlingen durchziehen, dann noch einmal die Arbeitsfaden nehmen, in die zweite einstechen. So, die ersten beiden noch einmal, in die dritte, die ersten beiden und in die vierte und letzte. So, also nicht am Ende alles auf einmal. Am Ende nehmen wir auch nur die ersten zwei und dann komplett einmal durch. So, und dann fest anziehen. So, eine Festmasche neben dran. Dann wieder einmal mit der Dunkelblau eine Festmasche. So, jetzt wieder mit der helleren Wolle noch einmal. So. 1, 2, 3 und 4 und komplett durch. Und dann häkel ich jetzt hier wieder eine Festmasche. So. Und dann die restlichen Festmaschen, die häkel ich jetzt mit der Dunkelblau. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, ich ziehe immer, während ich häkel, meine Arme an meinen Körper. Also tut mir wirklich leid, wenn jetzt ich weiter unten immer so runterrutsche. Weil wenn jetzt ich meine Kamera weiter vorschiebe, dann sieht man nur noch meinen Schoß. Sonst nichts mehr. Ja, so, jetzt war ich wo stehen geblieben. So, jetzt sind wir... Also wir häkeln jetzt weiter. So, und nun kommen wir in die sechste Reihe. In der sechsten Reihe, da häkeln wir ganz normal 26 Festmaschen. 1, 2, 3. So, in der Reihe, wo wir 26 Festmaschen häkeln, da bin ich jetzt genau hier stehen geblieben. Also ich habe jetzt 10 Festmaschen gehäkelt. Wollte ich euch noch mal kurz zeigen, wie ich das jetzt hier mache. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also man kann hier auch sehr gut die Maschen erkennen. Ich glaube 16. 17, 18, 19, 20 und 2, 4, 6. Genau, also dann noch bis zum Ende haben wir dann 26 Festmaschen. So, nun kommen wir zu der siebten Reihe. Wir haben jetzt hier 26 Festmaschen. 26 Maschen. Jetzt nehmen wir in dieser Reihe Abnahmen. Wir häkeln jetzt 8 Festmaschen. 1, 2 und 8 Festmaschen. Also ich schneide hier immer zwischendrin ein bisschen. So, jetzt 8 Festmaschen. Dann nehmen wir hier direkt 7 Abnahmen hintereinander. Also eine Abnahme.
Zweite Abnahme. Dritte Abnahme. Vierte Abnahme. Fünf. Sechs. Und sieben. So. Und die restlichen vier Festmaschen. Noch eins, zwei, drei, vier. So, danach häkel ich sieben Festmaschen. Eins, zwei, sechs und sieben Festmaschen. Nehme dann fünf Abnahmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die letzten beiden Maschen häkel ich ganz normal feste Maschen. Also 1 und 2. So. Und dann in der 9. Reihe. Also wir haben jetzt momentan 14 Maschen. Jetzt könnte man sogar den hier schon mal abreißen. Und noch etwas mit Wolle befüllen. Also ich mache das jetzt immer so, dass ich jetzt hier auch an den Zehen immer schön reinstopfe. Mit dem Finger, dass die auch schön fest sind. Und so einfach schön die Zehen befüllen. So, und dann den Rest alles. So, ich befülle das jetzt später. Jetzt möchte ich noch kurz diese Reihe erklären. So, in dieser Reihe, wie gesagt, wir haben jetzt 14 Maschen. Und jetzt häkeln wir hier nochmal 7 Festmaschen. 1, 2 und 7. Und dann nehme ich jetzt nur noch 2 Abnahmen. Also eine Abnahme, die zweite Abnahme, so und die letzten drei Festmaschen. Eins, 2 und 3. So, jetzt haben wir 12 Maschen. Wir häkeln jetzt von der Reihe 10 bis 16, also insgesamt 7 Reihen mit 12 Festmaschen unverändert nach oben. Also, wir haben jetzt hier unsere Zahl erreicht, unsere Maschenzahl, und häkeln jetzt ganz normal 7 Reihen unverändert nach oben. Und wenn wir oben sind, das müsste dann hinhauen. Ich glaube, da war ich dann genau hier oben stehen geblieben. Dann befüllen wir alles schön mit Watte. Und dann machen wir oben wieder alles zu und häkeln dann mit 6 Festmaschen hier alles zu. Also darauf achten. Wie gesagt, falls ihr etwas zu weit links oder weiter rechts seid, entweder eine Masche wieder herausnehmen oder noch eine Festmasche häkeln, also dass es hier genau so senkrecht steht. Genau, wie gesagt, 7 Festmaschen, 7 Reihen häkeln und dann oben alles zu. So, nun häkeln wir weiter mit unserem Arm.
Ich habe schon mal meinen Fadenring genommen, habe in den Fadenring 6 Festmaschen reingehäkelt und dann in der zweiten Reihe, da habe ich 6-mal meine Maschen verdoppelt. Also ein Fadenring, 6 Festmaschen und dann in der zweiten Reihe 6-mal Zunahme. Jetzt habe ich 12 Maschen. Jetzt kommen wir in die dritte Reihe. Da häkeln wir jetzt 3 Festmaschen und eine Zunahme. Wiederholen das 3-mal. Also 3 Festmaschen, eine Zunahme. Und wiederholen das 3-mal. 1, 2, 3. Eine Zunahme. Und noch einmal. 1, 2, 3. Und eine Zunahme. Somit sind wir von 12 Maschen auf 15 Maschen hoch. So, und jetzt häkeln wir 5 Festmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wieder 4 halbe Stäbchen in eine Masche. Also 1, 2, 3, 4. Wir machen das jetzt genauso wie bei unseren Füßen. Nur zwischen unseren Zehen häkeln wir keine 2 Festmaschen, sondern nur eine. Also ich habe jetzt hier 4 halbe Stäbchen in eine Masche und dann häkle ich eine Festmasche und das gleiche noch einmal. So, 1, 2, 3, 4 und wieder eine Festmasche und noch einmal. 1, 2, 3 und 4. So, und dann am Ende müssen noch 5 Festmaschen sein. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Farbwechsel. Wir nehmen jetzt wieder unsere dunkelblau und nehmen 5, also häkeln 5 Festmaschen. Jetzt habe ich das falsch gemacht. So, zuerst so, dann hier durchziehen. So, 1, 2. Ich mache jetzt hier wieder mal meinen Knoten ganz schnell. So, 2, genau 2, 3, 4, 5. Und dann nehme ich jetzt hier wieder 2, 4, 2, 4. Genau, jetzt nehme ich direkt wieder meine Hellblau. Und mache dann wieder dasselbe. Also mit diesen halben Schlingen. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Fester anziehen, so 4-mal und dann wieder alles komplett durch und dann häkeln wir hier zwischendrin direkt mit der hellblauen eine feste Masche.
So, dann wieder unsere Helle. So. 1, 2, 3 und 4 und komplett durch. Dann wieder die dunkelblau. So. Und wieder mit der hellblauen. 1, 2, 3 und 4. So. Jetzt häkeln wir die restlichen wieder alles mit den dunkelblauen. So. Eins, zwei, drei, vier und fünf Festmaschen. So, jetzt können wir die wieder abreißen. Und jetzt häkeln wir, also wir haben jetzt insgesamt 15 Festmaschen. Yep. So, 15 Festmaschen. Jetzt häkeln wir eine Reihe 15 Festmaschen. 1, 2, 3, also komplett eine Reihe häkeln. So, meine eine Reihe habe ich jetzt gehäkelt mit 15 Festmaschen. Jetzt kommen wir in die siebte Reihe. Da häkeln wir jetzt 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4 nehmen, 4 Abnahmen, 1, 2, 3, 4 und die letzten 3 Festmaschen, 1, 2 und 3. So, jetzt kommen wir zu der achten Reihe. Da häkeln wir 5 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen nur eine Abnahme. 4 Festmaschen. 1, 2, 3 und 4. So, jetzt haben wir insgesamt 10 Maschen. Nun häkeln wir von Reihe 9 bis 15 7 Reihen unverändert nach oben. Wir müssen aber davor auch bitte wieder mit Watte auffüllen, sonst wird es nachher ziemlich eng. Also mit Watte schön auffüllen und dann 7 Reihen mit jeweils 10 Maschen nach oben häkeln, also mit 10 Festmaschen. So, ich habe jetzt meine 7 Reihen fertig gehäkelt, habe mit Watte schön aufgefüllt. Jetzt ist es so, hier häkeln wir dann nochmal 3 Festmaschen am Ende. Also 1, 2, 3 und dann legen wir alles so beiseite, also zusammenlegen und dann häkeln wir mit 5 Festmaschen alles zu. Also 1, 2, 3,
3, 4 und 5. Und dann am Ende wieder wie immer eine Luftmasche und herausziehen. Also bei unserem Bein habe ich das jetzt nicht gezeigt, weil das war ja so bei unserem Bein. Genau bei unserem Markierer, also hier sieht man das jetzt auch, den habe ich jetzt noch nicht zugehäkelt. Wenn wir hier unsere, wie viele Reihen waren das? Auch 7 Reihen häkeln. Hört genau hier oben auf. Und dann können wir einfach so zusammenlegen und zuhäkeln. Beim Arm aber war das jetzt nicht der Fall, wegen dem wollte ich jetzt noch kurz zeigen, wie ich es dann mache. Ja. So, nun häkeln wir weiter und zwar mit unserem Schwanz. Dazu nehme ich wieder einen Fadenring und häkele 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 so. Und jetzt häkeln wir in der zweiten Reihe wieder nur 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, jetzt haben wir immer noch 6 Maschen. Normalerweise habe ich den Markierer. Normalerweise brauche ich keinen Markierer, aber jetzt möchte ich es euch genau zeigen, für die, die wohl noch neu anfangen mit dem Häkeln. So, wir häkeln jetzt eine Zunahme. Also eine Zunahme. Und die restlichen 5 Maschen häkeln wir ganz normal fest. Also 1, 2, 3, 4, 5. Da muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, weil es ziemlich hier eng wird. Nicht, dass man jetzt eine Masche überspringt. So, 3, 4 und 5. So. Jetzt haben wir 7 Maschen. Jetzt machen wir das wieder so, wir nehmen wieder hier am Anfang eine Zunahme und die restlichen häkeln wir wieder ganz normal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, jetzt haben wir 8 Maschen. Und jetzt machen wir wieder eine Zunahme am Anfang und die restlichen 7 Maschen ganz normale feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 7. So, wir machen das jetzt so lange weiter. Also, wir häkeln jetzt immer so am Anfang. Die können wir jetzt da reinmachen. Oh, da bin ich zu weit oben. So. Ja, wir häkeln das jetzt so lange weiter. Also, wir häkeln immer unsere erste Masche. Nehmen wir Zunahme, die restlichen immer normale feste Maschen.
Dann in der nächsten Reihe wieder erste Masche Zunahme und dann restliche alle feste Maschen. Also wir nehmen in jede Reihe nur eine Zunahme. Und das machen wir so lange weiter, bis wir am Ende eine Zunahme nehmen und 22 Festmaschen häkeln. Also insgesamt dann 24 Maschen haben. Ja, also wie gesagt, am Ende häkeln wir, also wir häkeln so lange weiter, jetzt kann ich es mal kurz zeigen, bis wir das dann so die Größe haben. Und dann in der letzten Reihe, da häkeln wir nur eine Zunahme und dann 22 Festmaschen. Dann haben wir insgesamt 24 Maschen. So, ich bin jetzt mit meinen Reihen fertig. Und ganz am Ende nehme ich jetzt hier noch eine Kettmasche und reiße dann meine Wolle, aber ich lasse sie etwas länger, weil wir werden nachher mit dieser Wolle dann auf unseren Körper das drauf nähen. Also, das ziehen wir jetzt heraus. Wir machen das oben nicht zu. So, wir häkeln das dann nachher so an unseren Körper. Ja, nun häkeln wir jetzt weiter. Jetzt fangen wir an mit unserem Körper, also mit unserem Bauch. Wir nehmen wieder einen Fadenring und häkeln 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. Ziehen wir das wieder vorsichtig heraus. So. Jetzt nehmen wir 6 mal Zunahme. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau hier. So, eine Zunahme, zwei, die dritte Zunahme, vierte Zunahme, fünf und sechs. So, jetzt haben wir 12 Maschen. Jetzt brauche ich meinen Markierer, den habe ich jetzt da vergessen. So, jetzt haben wir 12 Maschen. Mein Sohn, also mein Großer, ist jetzt im Nebenzimmer und spielt mit seinen Kumpels. Oh nein, ich hoffe, den hört man nicht. So, und jetzt in der dritten Reihe, da nehmen wir wieder 12 mal Zunahmen. Also, eine Zunahme, zweite Zunahme und das machen wir komplett die ganze Reihe, dann kommen wir auf 24 Maschen. So, ich habe jetzt meine 12 Zunahmen auch fertig gehäkelt. Nun häkeln wir jetzt weiter. In der vierten Reihe, da häkeln wir jetzt 3 Festmaschen und eine Zunahme. 1, 2, 3 und eine Zunahme. Und das wiederholen wir jetzt wieder 6 Mal. Also 3 Festmaschen, eine Zunahme, 3 Festmaschen, eine Zunahme, bis wir mit der Reihe fertig sind. Und dann in der darauffolgenden, also in der fünften Reihe, nehmen wir dann 4 Festmaschen, eine Zunahme, wiederholen das 6 Mal. Dann sind wir bei 36 Maschen. Und in der sechsten Reihe häkeln wir 5 Festmaschen, eine Zunahme, wiederholen das 6 Mal. Dann kommen wir auf 42 Maschen. Also, jetzt 3 Festmaschen, eine Zunahme, dann 4 Festmaschen, eine Zunahme, 6 Mal und ganz am Ende 5 Festmaschen, eine Zunahme, wiederholen das 6 Mal. So, nun habe ich jetzt meine Reihen fertig. Ich habe jetzt insgesamt 42 Maschen. Und nun in der siebten Reihe häkeln wir eine Reihe unverändert 42 Maschen. Also ganz normal eine Reihe unverändert mit 42 Maschen.
So, nun kommen wir zu der achten Reihe. In der achten Reihe häkeln wir jetzt unsere Beine rein. Dazu häkeln wir jetzt zuerst 7 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nehmen dann unseren Bein und häkeln dann unseren Bein mit 6 Festmaschen zusammen. Also hier einmal. So, den ziehe ich jetzt noch so mit. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. Jetzt haben wir unseren einen Bein mit 6 Festmaschen zusammengehäkelt. Und jetzt häkeln wir 15 Festmaschen. 1, also die Wolle hier vom Fuß häkel ich noch mit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14 und 15. So, dann häkeln wir diesen Bein auch direkt gleich rein. So. Wieder mit 6 Festmaschen. 2, 3, 4, 5 und die letzte 6. So. Und die restlichen 8 Festmaschen häkeln wir dann ganz einfach. Normale Festmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8. So. Jetzt sieht das so aus. So, und nun häkeln wir wieder selbstständig. Also, die Reihe 9 und 10 häkeln wir unverändert mit 42 Maschen. Also, jetzt häkeln wir ganz normal 2 Reihen unverändert mit 42 Maschen. So, meine 2 Reihen mit 42 Festmaschen habe ich jetzt auch fertig gehäkelt. So, nun häkeln wir in der 11. Reihe 5 Festmaschen und eine Abnahme. Das häkeln wir jetzt die ganze Reihe so. Also 1, 2, 3, 4, 5 Festmaschen und eine Abnahme. Und das wiederholen wir insgesamt 6 Mal, dann kommen wir runter auf 36 Festmaschen. So, nun häkeln wir weiter. In der 12. Reihe, da häkeln wir 12 Festmaschen. 1, 2, 3,
11 und 12. So, 12 Festmaschen. Und dann nehmen wir jetzt eine Abnahme und häkeln 3 Festmaschen. So, 1, 2, 3. Wieder eine Abnahme. Dann 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Und die letzte Abnahme. Also wir haben jetzt hier insgesamt 3-mal abgenommen. So, und dann die restlichen 12 Maschen häkeln wir ganz normale feste Maschen. Also wir haben jetzt hier, ich erkläre es nochmal, ich glaube, war ein bisschen zu schnell, 12 Festmaschen, eine Abnahme, 3 Festmaschen, eine Abnahme, 3 Festmaschen, eine Abnahme und dann am Ende 12 Festmaschen. So. Da wir jetzt in der letzten Reihe nur 3 Abnahmen nahmen, haben wir jetzt insgesamt 33 Maschen. Jetzt häkeln wir eine Reihe und verändert 13 Maschen. Also wir sind jetzt in der 13. Reihe und häkeln 33 feste Maschen. So, jetzt sind wir in der 14. Reihe. Jetzt häkeln wir wieder 12 Festmaschen unverändert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nehmen eine Abnahme und dann häkeln wir 2 Festmaschen. 1, 2, nehmen wieder eine Abnahme und dann wieder 2 Festmaschen, 1 und 2 und die letzte Abnahme. So, und dann müssten wir am Ende 11 Maschen haben und die häkeln wir ganz normale feste Maschen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. So. Jetzt haben wir 30 Maschen. Jetzt häkeln wir wieder in der, also die Reihe 15 und 16 häkeln wir unverändert 30 Maschen. Also, wir häkeln jetzt 2 Reihen unverändert nach oben mit jeweils 30 Maschen. So, meine 2 Reihen mit 30 Festmaschen habe ich jetzt auch gehäkelt. Und nun häkeln wir jetzt weiter. Wir nehmen in dieser Reihe, also in der Reihe 17, wieder Abnahmen. Dazu häkeln wir jetzt 3 Festmaschen, eine Abnahme, wiederholen das 6-mal und dann kommen wir auf 24 Maschen. Dann in der Reihe 18 häkeln wir unverändert 24 Maschen. Also wir häkeln jetzt in dieser Reihe mit Abnahmen, also 3 Festmaschen, eine Abnahme, wiederholen das 6-mal und dann in der nächsten Reihe häkeln wir nur 24 Festmaschen unverändert. So. Meine eine Reihe mit 24 Festmaschen habe ich jetzt auch gehäkelt. Jetzt häkeln wir weiter. In der Reihe 19 nehmen wir jetzt hier wieder Abnahmen. Wir häkeln jetzt hier wieder 2 Festmaschen und eine Abnahme. Wiederholen das 6-mal. Und somit kommen wir dann auf 18 Maschen. Also wie gesagt, wir häkeln jetzt die ganze Reihe mit 2 Festmaschen und einer Abnahme. So, und wenn wir das dann haben, dann häkeln wir in der nächsten Reihe unseren Armen, also unsere Arme rein. Wie gesagt, 2 Festmaschen, eine Abnahme bis zum Ende der Reihe. So, und jetzt in der Reihe 21 häkeln wir, in der Reihe 20 sind wir jetzt, häkeln wir unseren Arm rein. Dazu häkeln wir jetzt zuerst 3 Festmaschen, 1,
2, 3 und dann nehmen wir unseren Arm und häkeln den mit 5 Festmaschen zusammen. Also 1, 2, 2, 3, 4 und 5. So. Und dann häkeln wir wieder 5 Festmaschen. Also 1, 2, 3, 4 5. Nehmen dann unseren nächsten Arm und häkeln den auch wieder mit 5 Festmaschen. So, die werde ich nachher zusammenknoten. So. Wir haben jetzt in dieser Reihe bleiben nur noch 5 Festmaschen übrig. Und genau mit diesen Maschen häkeln wir unsere Arme rein. Also, jetzt ziehe ich das mal so schön raus. 1. Jetzt mache ich hier oben kurz einen Knoten rein. Also verbinde jetzt meine 2 Arme. Und dann häkele ich die noch wieder mit. So. Jetzt machen wir weiter. So. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. So. Den Markierer herausnehmen und 5. So, jetzt nochmal alles schön festziehen. So, so sieht es dann jetzt aus. So, genau. Jetzt habe ich glaube ein bisschen sogar zu viel aufgefüllt. Und nun häkeln wir dann, wenn wir jetzt hier mit den Armen fertig sind, weiter. Wir häkeln jetzt hier oben die Reihe 21. Häkeln wir eine Festmasche, eine Abnahme, wiederholen das 6-mal bis zum Ende der Reihe. Dann haben wir 12 Festmaschen und dann in der letzten Reihe nehmen wir 6 Abnahmen und machen oben alles zu. Also wie gesagt, eine Reihe mit einer Festmasche, eine Abnahme, 6-mal und dann 6 Abnahmen und oben alles zu machen. So, nun häkeln wir jetzt weiter. Wir beginnen jetzt mit unserem Kopf. Dazu nehmen wir wieder einen Fadenring und machen 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, fünf, sechs, so, ziehen wieder vorsichtig, so, nun nehmen wir wieder
6 mal Zunahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also eine Zunahme. Zwei Zunahme, drei Zunahme, vier, fünf und sechs. So, jetzt haben wir 12 Maschen. Und jetzt in der dritten Reihe, da häkeln wir eine Festmasche, eine Zunahme, wiederholen das 6-mal, also eine Festmasche, eine Zunahme, eine Festmasche, eine Zunahme. Wie gesagt, wir häkeln jetzt komplette Reihe. Mit einer Festmasche eine Zunahme, wiederholen das 6-mal. Dann kommen wir auf 18 Maschen. Dann in der vierten Reihe, da häkeln wir 2 Festmaschen eine Zunahme, wiederholen das auch 6-mal. Und dann kommen wir auf 24 Maschen. Wenn wir 24 Maschen haben, dann häkeln wir 3 Reihen unverändert mit 24 Maschen. Also, nochmal. Jetzt eine Festmasche eine Zunahme, wiederholen das 6-mal. Dann 2 Festmaschen, eine Zunahme, wiederholen das auch 6-mal. Und dann häkeln wir 3 Reihen unverändert mit jeweils 24 Maschen. So, die 3 Reihen habe ich jetzt fertig gehäkelt. Und nun können wir unsere Wolle abreißen. Nämlich, wir machen jetzt Farbwechsel. Ich nehme jetzt meine dunkle Wolle. Und ziehe dann jetzt den einmal durch. Und mache meinen Knoten hier rein. So. Jetzt häkeln wir ganz normal wieder eine Reihe unverändert mit unserer dunkelblauen Wolle. Also eine Reihe insgesamt mit 24 Maschen. Meine eine Reihe habe ich jetzt auch fertig gehäkelt. Und jetzt in der neunten Reihe, da häkeln wir jetzt 9 Festmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nehmen direkt 6 Zunahmen, also eine Zunahme, 2 Zunahme, 3, 4, 5, und 6 und die restlichen 9 Maschen häkeln wir wieder 9 feste Maschen. 3, 6, 7, 8 und 9. In der 10. Reihe, also wir haben jetzt hier 30 Maschen in dieser Reihe. In der 10. Reihe, da häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Nehmen eine Zunahme. Oder eine Zunahme. Und dann eine Festmasche, eine Zunahme. Eine Festmasche. Eine Zunahme und dann 2 Festmaschen. 1, 2
Und dann häkeln wir wieder eine Festmasche und eine Zunahme, wiederholen das sechsmal. Eine Zunahme, einmal, eine Festmasche, eine Zunahme, zwei, dreimal, viermal. Fünf und die letzte, eine Festmasche, eine Zunahme. So, ich habe jetzt eine Festmasche, eine Zunahme, sechsmal hier wiederholt. Und dann machen wir weiter. Jetzt häkeln wir zwei Festmaschen und eine Zunahme, wiederholen das zweimal. So, eine Zunahme und wieder. Eins. Zwei Festmaschen und eine Zunahme. Und die letzten drei Maschen häkeln wir ganz normale feste Maschen. Also 1, 2 und 3. So, nun haben wir 40 Maschen. In der Reihe 11 häkeln wir jetzt ganz normal 40 Maschen unverändert. Also 40 feste Maschen, eine Reihe häkeln. Meine eine Reihe mit 40 Festmaschen habe ich jetzt auch gehäkelt. Und jetzt sind wir in der Reihe 12. Da häkeln wir jetzt 15 Festmaschen. 1, 2, 3, 13, 14. Und 15 Festmaschen. Dann nehmen wir eine Zunahme, häkeln dann 8 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehmen wieder eine Zunahme. Und die restlichen 15 Maschen häkeln wir ganz normal 15 feste Maschen. So, nun haben wir jetzt in der Reihe 12 insgesamt 42 Maschen. Jetzt häkeln wir unverändert drei Reihen, also von Reihe 13 bis 15, häkeln wir drei Reihen unverändert mit jeweils 42 Maschen nach oben. So, meine drei Reihen habe ich jetzt auch fertig gehäkelt. Und nun möchte ich jetzt, bevor wir weiter häkeln, unsere Augen nehmen. Ich habe jetzt wieder diese 20 mm Größe und in dunkelblau nehme ich sie wieder. Jetzt machen wir unsere Augen so grob, also zwei Reihen oben. So, das sieht ja schon mal gut aus, so. Machen wir das nachher dann leicht. Ja. Die eine Reihe weiter hoch mache. Das sieht auch noch gut aus. Wenn ich dann so runterziehe leicht. Nee, ich mache das jetzt wieder. Also ich komme jetzt genau hier 1, 2, 3 beim dritten. So. Ich habe jetzt hier die Augen etwas weiter auseinander, weil wir dann nachher noch hier diese Stelle reinhäkeln. Und ja. Genau, also ich befestige jetzt schon mal meine Augen. Und dann können wir nachher weiter häkeln. Also wir haben jetzt in dieser Reihe 42 Festmaschen. Und dann sind wir in der Reihe 16. Also in der Reihe 16 häkeln wir
Abnahmen. Ah, von nun an machen wir jetzt nur noch Abnahmen. Jetzt machen wir es zusammen. So, also in dieser Reihe häkeln wir jetzt, also Reihe 16, 5 Festmaschen und eine Abnahme, wiederholen das 6 Mal. Dann kommen wir auf 36 Maschen. Dann in der Reihe 17 häkeln wir 36 Festmaschen. Also wir häkeln jetzt unverändert eine Reihe. So, meine eine Reihe mit 36 Festmaschen habe ich jetzt auch gehäkelt. Nun können wir selbstständig jetzt weiterarbeiten. Ja, wir befüllen das jetzt noch mit Watte. Und dann häkeln wir in der Reihe 18 4 Festmaschen, eine Abnahme, wiederholen das 6 Mal. Reihe 19 häkeln wir 3 Festmaschen, eine Abnahme, wiederholen das 6 Mal bis zum Ende der Reihe. Dann Reihe 20 häkeln wir 2 Festmaschen, eine Abnahme, wiederholen das 6 Mal. Reihe 21 eine Festmasche, eine Abnahme, wiederholen das 6 Mal. Und dann in der letzten Reihe häkeln wir 6 Mal Abnahme und machen dann oben alles zu. Also, wie gesagt, wir fangen jetzt hier an mit 4 Festmaschen, eine Abnahme und dann machen wir das alles so weiter, bis oben alles zu ist. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt oben alles zugemacht und ich habe jetzt schon mal meine Stecknadeln hier reingesetzt. Also, ich habe jetzt so grob 2, 4, 6, 7, 7 Stecknadeln verbraucht für ein Auge. Also bitte darauf achten, dass wenn man die Stecknadeln hier rein steckt, dass die immer parallel zueinander stehen. Also, so wie man es jetzt hier so grob sehen kann, müssen die immer parallel sein. Meine letzte Stecknadel, die ist jetzt 1, 2, 3, 4 rein und genau unterm Auge, dass man jetzt hier so grob eine Vorstellung hat. Also hier auch 1, 2, 3, 4 und dann hier drinnen. So, und was ich noch im Vorfeld sagen möchte, und zwar, wenn man die Stecknadel reinsteckt, dann bitte darauf achten, dass man die auch wirklich da reinsteckt, wo man dann nachher mit der Häkelnadel auch herauskommen kann. Weil wenn jetzt ich hier in die Mitte genau stecke, da komme ich ja mit dem Häkelnadel nachher überhaupt nicht raus. Also ich kann es nochmal zeigen. Also hier komme ich mit der Häkelnadel nicht raus, weil das genau in der Mitte von der Masche ist. Also wirklich immer da einstecken, wo man auch wirklich herauskommt, weil sonst hat man nachher Probleme. Ja, so, nun fangen wir an. Also wir häkeln jetzt hier immer halbe Stäbchen. Jetzt möchte ich das euch kurz zeigen, wie das geht. Ich gehe jetzt hier unten einfach, nehme ich den mal heraus, den brauche ich jetzt nicht. Hier unten einfach einmal rein, mach meinen Knoten. So, den Faden, den lasse ich, den kann ich dann nachher einfach hineinstecken. So, und dann nehme ich eine Schlinge und komme dann einfach so und häkel halbe Schlingen. So, dann den wieder heraus. Dann komme ich hier rein. Dann auch wieder halbe Stäbchen. So, dann hier auch. So. Ich habe jetzt hier 3 halbe Stäbchen gehäkelt. Jetzt aber häkeln wir von hier. Jetzt wird die Stelle viel zu lang sein. Ich glaube, wenn ich direkt hier rauskomme. Nein, da wird das zu lang. Ich mache das jetzt hier. Ich komme jetzt hier vorne raus. Also, nach der dritten häkeln wir, also wenn wir 3 halbe Stäbchen haben, häkeln wir dann also ein Stäbchen. So, und dann wieder.
ganz normale halbe Stäbchen weiter häkeln. So, jetzt fahre ich hier raus. Also immer darauf achten, dass der Abstand, wo wir unsere halbe Stäbchen reinhäkeln, auch ungefähr die gleiche Breite hat wie eine Festmasche, weil hier war ich jetzt doch zu weit auseinander, dann musste ich noch einmal zwischendrin einstechen. Also so wie jetzt hier, jetzt komme ich hier vorne raus. So, und die letzte. Und dann sieht es so aus. Ja. Die linke Seite, die könnt ihr dann selbstständig machen. Jetzt, wie habe ich das jetzt hier gemacht gehabt? Ich bin dann hier einfach raus. Jetzt kann ich hier schon mal abreißen. Ich mache hier eine Luftmasche. So, und dann bin ich einfach hier mit der Nadel rein. Ja, also wie gesagt, einfach mit einer Nadel dann den Faden hier unten reinstecken. So, und dasselbe machen wir jetzt hier hinten auch. Wir fangen dann nicht von hier oben an, sondern wir fangen dann von hier an und gehen dann von hier aus nach hinten. Und dann hier aber in der Mitte noch einmal ein ganzes Stäbchen häkeln. Weil wenn jetzt ich wieder von hier anfange, nein, wenn jetzt ich von hier anfange, genau, wenn jetzt ich von hier anfange, dann quirlt es sich so nach außen. Aber jetzt möchten wir, dass es genau so aussieht wie hier, also dass es sich so nach innen verdreht. Wegen dem von hier anfangen und da aufhören. Ja. So, nun bin ich fertig, wie man sehen kann. Ich wollte noch kurz sagen, weil ich meinte doch vorhin, dass man dann den Faden einfach hier reinsteckt. Ich habe aber von beiden Enden, also hier und hier, bin ich jetzt hier unten raus. Dann habe ich hier unten einen festen Knoten gemacht und dann stecke ich sie nachher einfach wieder hier rein. Also, dass man das auch macht. Jetzt tue ich das alles nachher reinstecken. Aber nicht, dass jetzt hier alles dann wieder aufgeht, weil wie gesagt, wenn die Kinder hier auch wieder aufziehen, ist es dann schon ein bisschen gefährlich. Also nicht nur einfach hier reinstecken, sondern einfach unten herauskommen, Knoten reinmachen und dann alles reinstecken. Ja, und der sieht ja schon wirklich super süß aus. So, jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, die Nasen. Und zwar, ich habe jetzt hier bei diesem die Nasen in derselben Farbe gemacht, also die Nasenflügel, genau wie mit der Schnauze, aber das fällt nicht so auf. Deshalb möchte ich jetzt bei dem hier, da es ja auch ein Männchen ist, ist es egal, wenn es dann etwas männlicher aussieht. Hier mache ich die Nasenlöcher mit der dunkelblauen Wolle, weil ich möchte schon, dass es ein bisschen auffällt und auch maskulin wirkt. So, wo mache ich jetzt? Ich tue immer so grob. Also, jetzt muss ich mal schauen, wo ich den ungefähr mache. Also, wir häkeln dann da ganz normal zwei Festmaschen. Also, ich würde jetzt einmal sagen, diese zwei. Ich orientiere mich jetzt hier nach den Augen immer. Also, so grob würde ich jetzt diese zwei und diese zwei nehmen. Jetzt mache ich mal hier noch mal so eine Stecknadel rein, wenn ich die schon mal da habe. So. Genau, also ich fange dann von hier an, komme dahin und dann wieder von hier aus zwei Festmaschen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich dann doch eventuell zu weit hinten bin.
oder lieber hierher machen sollte. Nein. Also ich bleibe bei meiner ersten Entscheidung und ich probiere es einfach. Ja. So, ich komme jetzt hier. Eigentlich könnten wir jetzt hier, was doch hier noch übrig geblieben ist von hinten, den Faden hier einfach länger halten und dann hier wieder raus. Ich weiß, aber ich habe mich jetzt doch später entschieden für diese Farbe, weil ich wollte eigentlich mit der Hellblau machen. Deshalb habe ich jetzt alles reingestopft. Aber ihr könnt dann doch eventuell eins von denen lang halten. Und dann mit dem dann den Nasenlöcher. Klar, wenn ihr auch mit dieser Farbe macht. Ansonsten, wenn ihr dann mit der Farbe von der Schnauze macht, dann müsst ihr sowieso Neues nehmen. So, jetzt komme ich mal einfach so grob rein. Mache hier mal einen Knoten. So, mal schauen, wie das dann jetzt hier aussieht. Und dann häkel ich ganz normal zwei Festmaschen. So. Und ja, dann komme ich jetzt muss ich hier das herausziehen. So. Dann komme ich jetzt hier und ziehe dann meine Wolle hier heraus. Ich muss sie doch komplett herausnehmen. So. Jetzt nehme ich mal einfach so ein kleines Stückchen. Geht gerade schlecht. Ja, naja. Ich muss das doch jetzt so machen, dass ich jetzt hier einfach einen Knoten reinmache. Dann wieder. Jetzt habe ich hier aber leider nur eine Festmasche häkeln können, weil ich jetzt hier am Anfang. Aber das müsste auch reichen. Ja. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, aber ich mache jetzt hier dann noch eine Luftmasche und ziehe das mal raus. Und dann stecke ich die hier eventuell so rein. Ist das jetzt doch zu männlich, zu kräftig, aber nee. Jetzt muss ich erstmal hier alles wieder. Irgendwie. Zu fest reingezogen. So. Ja. So. Jetzt komme ich dann noch hier runter. Dann können wir direkt weitermachen. Ja, ich verstecke sie dann nachher hier unten. Ja, dann befestigen wir das, also unseren Kopf, an unseren Körper. So. Und dann machen wir noch unsere Bauchflecken. Ja, also wir machen jetzt selbstständig den Kopf an unseren Körper dran und unseren Schwanz. Den nähen wir hinten. Also, ich habe das genau so gemacht, dass wenn jetzt dass unser Dino sich jetzt hinsetzt,
dass es dann genau so liegt. Ja, und diese Spitze, also da, wo wir die Zunahmen immer genommen haben, nach oben halten. Jetzt weiß ich nicht, ob man das jetzt sehen kann. Also diese Spitze, genau, zeige ich das so rum, dass man das dann von oben aus dran näht. Ja, so. Ja, und dann möchte ich euch noch kurz zeigen, die Bauchflecken. Also, wie gesagt, ihr näht euren Kopf dran und euren Schwanz. Und ich zeige dann euch schon mal, wie ich das jetzt hier mit diesen Bauchflecken gemacht habe. Ich habe ganz normal, also wer möchte, kann auch hier ganz einfach so ein größeres Kreis häkeln und dann nur einen dran machen. Ich wollte jetzt einfach mal was anderes ausprobieren. Ruhig. So. Jetzt muss ich die hellere Wolle nehmen. Also, ich habe dazu einfach, ich kann es auch jetzt euch so zeigen. Ich brauche das jetzt nicht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel hier bei dem hier ganz normal nur einen Fadenring. In den Fadenring habe ich dann fünf Festmaschen und dann habe ich in der zweiten Reihe nur fünfmal zugenommen. Und dann habe ich hier bei diesem hier wieder ein Fadenring, dann sechsmal zugenommen, bin ich hoch auf 12 und dann habe ich eine Festmasche, eine Zunahme genommen, dann bin ich auf 18 und dann habe ich einfach den jetzt hier drauf befestigt und ich glaube, der war dann auch genau gleich wie der hier, genau, also auch ein Fadenring mit fünf Festmaschen. Und in der zweiten Reihe habe ich dann hier nur fünfmal zugenommen. Ja. Wie gesagt, wer möchte, kann auch eventuell ein Herzchen häkeln und dann den dran machen. Das ist dann euch überlassen. Ja. Dann zeige ich noch ganz zum Schluss, wie man unseren Rückensegel häkelt. Jetzt muss ich auch mal erstmal alles zusammen machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt alles zusammen genäht, also auch unseren Schwanz. Und ich habe noch ein bisschen die Augen geformt gehabt. Also ich habe die so leicht reingezogen mit einer Baumwollfaden. Und ich habe dann noch, weil das ja bei uns jetzt hier ein männliches Dino wird, kann ich hier keine Wimpern dran kleben. Dazu habe ich jetzt hier ganz einfach mit einem schwarzen Baumwollfaden so ein Augenlid jetzt reingemacht, dass man das jetzt auch noch sieht. Und ich habe hier noch ein kleines Mündchen dran gemacht. Also bei dem hier hatten wir jetzt nichts bei der Dame. Aber wie gesagt, das ist jetzt für meinen sechsjährigen Sohn. Und da möchte ich dann schon, dass es etwas auch noch süßlich wirkt. Also für ein sechsjähriges Kind finde ich das dann schon besser. Und ja, jetzt kommen wir zu unserem Rückensegel, den wir jetzt hier machen werden. Jetzt zeige ich euch schon mal den Anfang, wie ich den jetzt häkel. Und dann den Rest könnt ihr dann selber machen. Also ich habe das jetzt so gemacht. Man kann auch, also je nach Belieben, wer möchte, kann auch klar einzelne Teile machen. Aber dann müssen wir die immer wieder dran nähen. Jetzt habe ich das so gemacht, dass man einfach alles zusammen häkelt. Also ich fange von hier unten an, komme hier hoch und dann mache ich diese Wölbungen hier. Dann komme ich wieder hier runter und dann bin ich fertig. So, ich hoffe, dass ich das euch jetzt hier sehr gut zeigen kann. Also ich fange jetzt hier direkt an der Spitze an und hole mir hier meine Anfangsmasche und mache direkt einen Knoten rein. So, jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Man kann auch hier wieder Stecknadeln reinmachen, aber
Ich mache das jetzt hier nicht, weil ich das nicht brauche. Ich mache das so grob. Also hier einfach eine gerade Linie. Und dann am Anfang machen wir zuerst drei Festmaschen. Also 1, 2 und 3. So, jetzt habe ich hier meine drei Festmaschen und dann häkel ich jetzt zwei Luftmaschen. Und dann steche ich wieder hier rein, wo ich zuletzt drinne war. Und dann häkel ich von nun an immer 5 Festmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 2 Luftmaschen. Wir machen jetzt das komplett so. Also, wir nehmen hier, jetzt bin ich, ja, cool. Am Anfang häkeln wir 3 Festmaschen und dann 2 Luftmaschen und dann 5 Festmaschen. Nehmen wieder 2 Luftmaschen und häkeln dann hier wieder 5 Festmaschen. Und das machen wir so lange weiter, bis wir hier oben sind. Also 5 Festmaschen, 2 Luftmaschen, 5 Festmaschen, 2 Luftmaschen. So, ich bin jetzt fertig mit dem Häkeln. Also wie man sehen kann, habe ich so grob eine gerade Linie gehäkelt. Jetzt bin ich hier oben angekommen. Ich habe jetzt hier zuletzt 5 Festmaschen. Man könnte jetzt eventuell, wer möchte, 3 Festmaschen. Also ich habe jetzt hier, wie soll ich das jetzt erklären? Also am Anfang haben wir doch hier 3 Festmaschen und dann 2 Luftmaschen. Und am Ende machen wir das hier genauso, dass wir am Ende 3 Festmaschen haben. Also ich habe jetzt hier das genau, also bin ich hier oben, habe ich aufgehört. Und dann habe ich einfach, bin ich dann weiter nach hinten. Jetzt allerdings möchte ich bei dem mal ein bisschen weiter nach vorne kommen, um zu sehen, wie das aussieht. Deshalb häkel ich jetzt nochmal meine 3 Festmaschen. Also zuerst meine 2 Luftmaschen und dann noch hier mache ich 3, dass es genau von hier vorne aus anfängt. 1, 2 und 3. Jetzt hoffe ich nur, dass ich in der Mitte rauskomme, so grob. So. Also wer das nicht möchte, einfach hier hinten aufhören mit 3 Festmaschen. So, jetzt bin ich hier am Ende. Jetzt nehme ich, also wir haben heute richtig verkehrt draußen. Eine Luftmasche habe ich jetzt genommen und dann drehen wir unseren Dino um. Jetzt hoffe ich nur, dass er in der Mitte ist. Ja. So. Jetzt habe ich eine Luftmasche genommen und dann bin ich umgedreht. Jetzt häkeln wir hier in dieses Loch, wo wir doch diese 2 Luftmaschen haben, da häkeln wir 3 Stäbchen. Ganz normale Stäbchen. Also. Eins. Zwei. Drei, nehmen dann eine Luftmasche und häkeln nochmal 3 Stäbchen in das selbe Loch. So, eins, zwei und 3. So. Jetzt, wie man hier sehen kann, ich habe jetzt hier 3 Stäbchen, eine Luftmasche und dann wieder 3 Stäbchen gehäkelt. Und dann steche ich jetzt hier einfach, wo wir diese 5 Festmaschen haben, genau in das dritte ein. Also ich steche jetzt hier einfach ein und mache eine Kettmasche. Also ich verbinde die jetzt sozusagen. Und dann haben wir jetzt hier ein Segelchen. Und dann machen wir direkt weiter. Wir machen jetzt hier in das nächste
gleich wieder drei Stäbchen rein. So, eins, zwei, drei, machen eine Luftmasche und dann gleich noch einmal drei. Also wir häkeln sozusagen immer insgesamt sechs Stäbchen. So, zwei und drei. Und kommen dann hier wieder bei diesen fünf Festmaschen in die Mitte, also in die dritte, und machen eine Kettmasche und verbinden sie so damit. So, und dann sehen unsere Segelchen so aus. Ja, und das machen wir jetzt weiter bis hierher. Wenn wir jetzt hier angekommen sind, in das letzte hier machen wir auch sechs Stäbchen rein und dann machen wir die Kettmasche, also wo wir dann unsere Spitze verbinden, einfach hier an die Spitze rein und dann sind wir fertig. Ja, dann zeige ich euch noch nachher, wie es dann bei mir aussieht. Also ich habe jetzt hier vorne diese Bauchflecken nicht gemacht, weil mein Sohn die nicht haben wollte. Er meinte, er findet das jetzt so schöner. Ich weiß nicht, aber er meint immer, dass es bei diesem Dino, also fand er die jetzt immer hässlich, was ich jetzt total schön finde. Aber ja, jeder hat ja anderes Geschmack. So, wie gesagt, ich habe das jetzt hier nicht gemacht, aber ihr könnt es auch machen. Und ja, ich zeige euch dann noch nachher am Ende genau, wie das aussieht. So, ich bin jetzt fertig mit meinen Segelchen. Und die Spitze sieht jetzt bei mir hier so aus. Dann habe ich einfach alles hier reingestopft. Und was ich hier super süß finde, ist, die Segelchen, die sehen auch, also man kann klar alles so auseinander nehmen oder auch so leicht übereinander klappend. Also es gibt ja auch Dinos, wo das dann so aussieht, als würden die immer übereinander stehen, und das finde ich echt super süß. Ja, und somit sind wir dann jetzt fertig mit unserem Dino. Ja, und somit sind wir jetzt fertig mit unserem Dino. Also ich finde den wirklich, der ist mir sehr gut gelungen. Ich werde noch eventuell ein Höschen dran nähen, also dran häkeln, mal schauen. Aber an sich ist er wirklich sehr hübsch geworden. Also der passt mir jetzt hier nicht ans Kamera rein. Man kann den auch so hinstehen. So, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht, aber ich bin wirklich begeistert. Also ich bin jetzt wirklich verliebt, kann man sagen, in dieses Dino. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und abonniert bitte meinen Kanal. Wie gesagt, ich bin immer noch ganz frisch auf YouTube, und bitte noch einen Daumen hoch, und ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim Nachhäkeln. Auf Wiedersehen. Tschüss.